Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9. Letztes Mal haben wir uns einiger Kohle schummelt. Nein, nicht wirklich schummeln, eher handelt. Und dann haben wir einige Items gekauft und nicht vergessen, eine Zipfelmütze hat meistens noch Sedan am Kopf, das heißt, das mit den Zipfel. Moment kurz. Nein, einen Federhut, Entschuldigung. Einen Federhut hat meistens Sedan am Kopf, den nicht vergessen, den auch verwandeln in einen. Ich glaube, Kristallschild ist das. Hier gibt es noch ein so einen Handschuh für Steine halt. Sehr gut, ja. Das sind die hier. Ja. Mit Kälteelement brauchen wir allerdings nicht wirklich oft. Also nicht vergessen, dann noch in die Schmiede gehen und den auch noch mitnehmen. Und dann schauen wir uns etwas in Lindblum um. Das werden wir heute machen. Und morgen geht es dann weiter mit einigen weiteren Ereignissen in Lindblum. Ja, das kann gut sein. Ich weiß nicht, wer da verantwortlich ist dafür. Ups. Kuponüsse. Vivi hat doch so eine bekommen, oder? Hey, cool. Jagdfestival. Was ist das eigentlich? Davon höre ich jetzt schon zum dritten Mal oder so. Na, wir brauchen nicht unbedingt etwas kaufen. Eine Goldnadel. Vielleicht, wenn wir keine haben. Ansonsten, wenn man schon einen gestohlen hat, dann braucht man nicht unbedingt eine kaufen. Sie ist nicht zu alt, sie ist nicht allzu wichtig, nur um sicher zu gehen. Jagdfestivalgericht, was soll das sein? Ist das ein Eintopf oder? Okay, nein, ich brauche keine Töpfe, danke. Gut, schauen wir uns etwas in der Stadt um. Hier laufen natürlich einige Rotmagier rum, die auch sich das Jagdfestival ansehen oder vielleicht sogar teilnehmen wollen. Ein Fläschchen Jucköl. Ja, ich weiß nicht. Souvenire sind nicht so mein Ding. Oh. Eine brane Miniaturfigur. Ah, ich weiß nicht, die ist mir doch etwas zu dick oder so. Naja. Sieht ja noch eigentlich ganz gut aus. Also ich kann noch weit genug sehen, um das als Smog zu betiteln. Ja, das interessiert mich nicht wirklich, weil das Kartenspiel ist eigentlich nicht so toll. Es gibt leider keine wirklichen Belohnungen fürs Kartenspiel, deswegen lohnt es sich nicht wirklich Zeit darin zu investieren. Zumindest nicht, um es herzuzeigen. Wir müssen es sowieso einmal spielen. Ja, Kartensammler. Ja. Brauchen wir nicht wirklich. Also es gibt einige seltene, genauso wie in Final Fantasy 8, einige seltene Karten. Karten für ganze Städte, Karten für Charaktere. Also nicht so wirklich toll. Dadurch, dass man damit nichts anfangen kann, werden wir sie eher auslassen. Hey, und das ist das. Wuff, okay. Das ist das. Nein, das ist doch nicht das. Das ist doch woanders. Hier können wir leider nicht rein. Ich weiß nicht genau warum. Da sitzt immer nur ein Hund davor. Und was sagt diese hübsche Dame? Okay. Wieso ruft eine Kirche ein Jagdfestival aus? Ich bin für Erklärungen sehr offen. Ja, da werden wir ganz schön eingeschwört auf das tolle Jagdfestival. Natürlich sollte jedem, zumindest bis jetzt, schon klar sein, dass wir auch an diesem Jagdfestival teilnehmen müssen. Und zwar nicht nur Sidan, sondern na, auch noch wer anderer. Das sehen wir dann später noch. Und hier bekommen wir einen Lederpanzer, nicht vergessen. Gibt es hier auch noch etwas? War da nicht ein Rufzeichen? Ah, also die Leiter. Okay. Was hat der Priester hier zu sagen? Nein, danke. Ich bin nicht so religiös. Danke. Ja, ich stehle meinen Charakter lieber an den Zufallskämpfen draußen auf der Weltkarte. Aber danke. Und das war's, glaube ich, schon fürs Geschäftsviertel. Ja, was sagt ihr? Ich weiß nicht, mir geht's auch fast so. Naja, so schlimm wird es doch nicht sein, oder? Einiges gibt's noch zu entdecken. Hey, was ist das für ein kleiner Knips? So klein und schon Chefkoch? Lieber tüchtig salzen, als gar nicht gewürzt.
Und was sagt die Schweißgurkenverkäuferin zu uns? Sie sind normal in Ochsenschweiß eingelegt, da kann man nichts machen dagegen. Okay, das war's vorerst fürs Geschäftsviertel. Ah, wer soll der Ivan sein? Drachenritterin? Ja, den Helm, den kannst du dir wohl behalten. Wir gehen jetzt in eins der anderen Viertel. Zuerst schauen wir uns noch. Ah, okay. Da kommt das Tier. Habe ich vorher etwas verraten? Hey, wieso bekommt. Naja, finde ich nicht Coupon, ist das denn cool? Nicht seltsam. Natürlich. Ich weiß nicht, aber vielleicht bräuchtest du fürs Essen auch einen Mund oder so. Oh, wieso bekommt Vivi eine Kuponus und ich nicht? Das ist aber gemein. Vivi hatte da den Niedlichkeitsbonus. Und wir bekommen unsere erste Kuponus. Die Kuponusse werden uns noch ganz schön auf Trab halten. Dazu aber später, wenn wir aus Lindbrom wieder raus sind, etwas mehr. Hey, ein Tierfestival! Viel Spaß! Da macht doch Vivi auch mit, oder? Tja, ich weiß nicht. Vielleicht sind es ja kleine Hasen, die man durch die Stadt jagen muss. Hier wird übrigens, glaube ich, noch erklärt. Ja. In den nächsten 3 Tagen verkehren die Lufttaxen nach dem Sonderfahrplan, und zwar rund um die Uhr. Eine Stunde, um ins Theaterviertel zu gelangen. Na, Gott sei Dank geht das heute etwas schneller. Wir wollen aber zuerst ins Industriegebiet fliegen, weil es im Theaterviertel dann weitergeht, und wir wollen zuerst uns die ganzen Schätze holen. Allzu viel liegt nicht mehr, aber jedes bisschen zählt, auch wenn ich hin und wieder mal 1 oder 2 Schatzkisten vergessen werde. Oder einfach nicht weiß, wissen. Bla. Ich weiß halt nicht, wo alle Schatzkisten liegen. Das muss man mir auch lassen. Naja, ich weiß nicht. Das lassen wir doch viel lieber, oder? Keine Lust mehr, da jedes Mal Schuhe aus und wieder anzuziehen. So, hier gibt es gleich neben dem Eingang gibt's auch was Tolles, und zwar einen Lederarmreif. So, jetzt muss ich nachschauen. Das ist übrigens eine Statue von. Ja, hier. Von Sid. Sid dem 8. übrigens. Ach so, das ist die Statue von Sids Vater. Oh, das wusste ich auch nicht. Egal. Was machen wir? Genau, wir müssen noch aufgehen. Oh, damals gab es schon Stahlbeton? Cool. Na, wie auch immer. Das Industrieviertel ist nicht allzu groß, es sind, glaube ich, nur hier jetzt 2 Screens überhaupt. Also der Eingangsscreen und dann noch. Das ist aber interessant. Und noch dieser Screen hier. Okay. Ich finde Katzen auch cool, aber. Und da so eine Tradition machen, ich weiß nicht. Welcher Topf? Hier gibt es einen Schatz, allerdings ist der gar nicht einfach zu erhalten. Und zwar muss man da genau ungefähr in das Eck schauen. Dann bekommt man einen Brosharnisch. Der ist relativ wichtig, weil man ihn sonst nicht bekommt. Also nicht so bald bekommt. Und für Steiner und Freya nachher eine Ability quasi freischaltet oder überhaupt hergibt. Oh shit, dabei wollte ich doch einen. Opa Sigi. Oh, da vielleicht kaufst du einige guten ab. Oh, da trinkt wer Bier. Aus der Dose. Okay. Ich hätte gerne Höllendorf gehabt, aber den gibt's ja offenbar nicht mehr.
Na gut, dann gehen wir raus. Hier gibt es übrigens keine Schätze, also das ist rein für die Story, diese Bar, in der wir vorher Freya getroffen haben. So, und da hinten gibt es noch. Na, das ist ein guter Vorsatz. Wenn ich groß bin, werde ich auch mal Ingenieur. Ah, es schaut aus wie ein. Ja, wie ein Motor oder so. Na, dann drehen halt ab. Ja, man sieht, du bist ganz, ganz abgemagert. So, hier oben gibt es noch zwei Schatzkisten und zwar eine Mimikkarte. Mimik sind. Ja, die lernen wir später vielleicht nochmal kennen. Oder eine Zipfelmütze. Ja, brauchen wir nicht dringend. Oh, da oben gibt es auch noch die Katze des Ingenieurs hier. Kann man irgendwie ansprechen? Nein. Dachte zwar. Okay, nicht so wichtig. Ja, das war's eigentlich hier. Dann gehen wir zurück und ab ins Theaterviertel. Dort gibt es nämlich auch noch etwas zu tun. Die Lufttaxis sind übrigens kosten nicht wirklich etwas. Außer die Zeit, um sie zu fahren, also um von einem Punkt an den anderen zu fahren. Und entgegen dem Flyer, den wir vorher gesehen haben, der glaube ich hier auch irgendwo noch hängt, Lufttaxis funktionieren das ganze Spiel über den Limplum quasi kostenlos und rund um die Uhr. Das heißt, es gibt glaube ich keine Einschränkung dazu. Also jedes Mal, wenn man nach Limplum kommt, kann man uneingeschränkt Lufttaxi fahren. Wäre auch etwas blöd, weil die verschiedenen Viertel lassen sich, abgesehen vom Lufttaxi, glaube ich, nicht erreichen. So, jetzt sind wir im Theaterviertel angekommen. Und nachdem wir das quasi das letzte Viertel ist, das wir von der normalen Stadt besuchen. Naja, die Lufttaxis, ich finde sie eh stylisch. Ja, nachdem das letzte Viertel ist, das wir besuchen, ist eigentlich auch fast schon klar, dass hier das Versteck der Tantalus liegt. Genau. Da geht's hier gleich raus. Allerdings wollen wir zuerst noch einige Schätze aufsammeln und eine ATE ansehen. Und zwar, ich glaube, da kommt Steiner vor. Ja. Hallo Steiner. Das ist übrigens die Straße zum Schloss. Ich weiß nicht mehr genau, wie. Da kommen wir später nochmal hin, aber ich weiß nicht mehr genau, ob man dann direkt hier startet oder irgendwie aus der Stadt hier raufkommt, weil. Das kann ich mich nicht mehr ganz genau erinnern. Aber wir werden genau diesen Gang zum Schloss auch nochmal sehen. Ah, das ist die Brücke zwischen den Luftschiff-Docks und dem Schloss. So. Und das ist das Schloss an sich. Also das ist nicht die Stadt, sondern. Genau, und im Schloss selber gibt es auch noch ein Luftschiff-Dock. Und zwar ist der Doktor momentan gerade die Hildegard 2, die an der City arbeitet. Naja, wenn sie das sagt. Ja, und woraus besteht der Nebel? Verstehe ich nicht. Tja, ich wäre auch gern so fortschrittlich und hätte ein Auto, das mit Dampf betrieben wird. Naja, da muss ich wohl noch etwas warten. So, hier gleich mal Geld abgreifen und zwar hier im Gebüsch stecken 127 Gil. Dann werden wir uns noch mit den Typen hier unterhalten. Ja, das glaube ich fast. Allerdings, wie gesagt, wir werden das Kartenspiel eher links liegen lassen. Hihihi, herzig. Oh, jetzt habe ich die alle Tauben verscheucht. Schade. Gut, dann gehen wir hier noch rein. Hier gibt es, glaube ich, nichts wirklich. Ist noch etwas? Nein, nur den Künstler hier. Wieso ist das denn Heidenspaß für dich? Du machst ja gar nicht mit, oder? Ah, du willst nur die Heldentaten zeichnen, also. Okay. Dann Richtung Stiegen hier. Die Tauben wieder verschrecken. Und hier reden wir noch mit der Dame hier. Oh. Oh, wer soll das sein? Okay. Keine Ahnung, wer das war. Dürfte auch nicht so wichtig sein. Und das ist das Versteck der Tantalus. Allerdings
Ja, scheint nicht so, als wären viele Leute zu Hause. Aber wir haben ja vorher in der AT gesehen, Park steckt da mit der ganzen Truppe noch irgendwo fest. Das heißt, wir warten hier mal kurz. Achso, das haben wir noch nicht gesehen. Verdammt. Das kommt davon, wenn man sich zu gut vorbereitet. Und natürlich, wie es sich für ein richtiges Versteck gehört, ist auch das Versteck der Tantalus hier in einem Glockenturm. Verstecke in Glockentürme sind offenbar sehr beliebt. Nicht nur bei Bösewichten, sondern auch bei anderen. Oh, da sehen wir, da sehen wir Lilly. Ja, du könntest mich rauslassen. Wäre das eine gute Idee? Na, geh. Ja, das ist eine gute Zeit, Kontakte zu knüpfen, oder? Oder sich zu bestehlen lassen. Schade, schade. Das Leben einer Prinzessin ist also nicht sehr aufregend. Ich darf die ganze Zeit nur im Zimmer sitzen. Ja, ich weiß nicht, ob man der noch helfen kann, der alten Schrulle. Wer sind die zwei? Lucilia und Vincent. Ah, das sind keine Tantalus-Kinder oder Tantalus-Nachwuchs oder wie auch immer. Okay. Gute Idee. Wenigstens kommt so wieder Leben in die Bude. Nicht ganz. Ja, sie müssen nur mal zurückkommen. Hä? Wieso wissen die davon? Das ist eine gute Idee. Wir könnten die Prinzessin besuchen gehen. Ja, aber zuerst werden wir uns hier noch einige Schätze einsacken. Drei Schatzkisten, man sieht sie eigentlich eh ziemlich einfach hier. Und dann gibt es oben auf dem Bett, ich glaube fast, das sieht man sogar, hier ein Mini-Pomekia. Das gibt von bestimmten Leuten und bestimmten Orten im Spiel so kleine Mini, so wie Matchbox-Figuren. Hey, ah, jetzt kommt die AT, die ich eigentlich haben wollte. Bark und Co. Wo stecken die jetzt eigentlich? Ah, Bark hat sich verkühlt. Hey, Tantalus-Musik. Yay. Ah, wieso sind die nicht versteinert worden? Die waren ja auch noch im Wald, oder? Ah, wie auch immer. Wir können Blank nicht einfach und so, ne? Ja, wen soll ich sie da holen? Wieso nicht? Okay. Und warum sollen wir dann Blank nicht wieder einsteinern? Das ist natürlich ein guter Einwand, ja. Und zwar, tja, bin ich voll dafür, also. Auf geht's. Einfach eine kleine Goldnadel suchen oder irgendwie so. Oh, da hinten liegt eine Schatzkiste. Kann ich die haben? Kann ich die haben? Kann ich die haben? Sina denkt schon wieder nur an Kaffee.
Alles nur das nicht. Ja, wen soll er eigentlich holen? Achso, die aus dem Schiff. Ah, okay. Da stecken also die anderen. Die stecken immer noch im verwunschenen Wald fest. Und bevor wir die Prinzessin besuchen, sehen wir uns nächstes Mal noch ein Theaterstück an. Oder sowas ähnliches. Und dann geht's auf zur Prinzessin. Und vielleicht geht sich nächstes Mal auch noch das Jagdfestival aus. Wenn es wieder heißt, Let's Play Final Fantasy 9. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß.